Moin Leute, was geht? Willkommen zum neuen Forza Horizon 5 Video und wir haben uns hier im Livestream schön die aktuelle Liste einmal komplett durchgegönnt. Ich glaube, wir haben alles gemacht. Wir haben nichts ausgelassen, alles gemacht sogar, wirklich. Ja gut, Dinger kamen jetzt hier neu, ne? Und auf jeden Fall jetzt die beiden neuen exklusiven Fahrzeuge freigeschaltet. Auch krass, dass es zwei exklusive Fahrzeuge gibt hier. Richtig nice. Bevor wir uns hier aber noch kurz, bevor wir uns hier gleich gönnen. Mich würde es mega freuen, wenn ihr auch meinen zweiten YouTube-Kanal abonnieren würdet, wo ich jetzt auch wieder regelmäßig Klamotten hochlade. Ja? Da haben wir dann zum Beispiel auch die Liste hier komplett einmal durchgemacht. Also die mache ich ja live im Stream. Aber ich schneide dann den kompletten 6 Stunden Livestream, schneide ich mal ein bisschen kurz und lade euch dann die komplette Liste hoch und auch ein paar andere Sachen. Also guckt einfach jetzt mal in die Videobeschreibung rein. Ganz weit oben ist Social Media, da findet ihr den Kanal Zogger Highlights, heißt der. Einfach mal draufklicken, kurz ein Abo droppen, damit ihr da auch die Forza-Videos und die anderen natürlich auch nicht verpasst. Hab auch bei The Way angefangen, könnt das einfach jetzt machen. Ihr könnt das einfach jetzt machen. Ihr geht jetzt runter kurz, ne, wenn ihr ein Handy seid oder PC, egal. Geht ihr kurz runter auf den Kanal, neuen Tab, ja, und ich laber so lange. Ja, geht ihr neuen Tab, kurz Abo da lassen, habt ihr kurz einen Moment Zeit, ja. Auf jeden Fall habe ich da auch angefangen, jetzt ein paar Clips hochzuladen. Finde ich auch eigentlich eine geile Idee, weil immer mal Sachen auch im Livestream passieren, die einfach zu kurz sind für so ein richtiges Video. Und dann ist es jetzt einfach ein Clip geworden. Richtig nice. Ein paar lustige Sachen, ein paar Real Talks, ein paar alles Mögliche dabei. Es sind noch ein paar Sachen, die noch nicht online sind, ne? Also wie gesagt, da ich da jetzt auch regelmäßiger wieder Livestreame, kommen da auch wieder mehr Videos auf jeden Fall. So, was ist jetzt? Bist du fertig oder was? Hast du abonniert? Ja, nein, vielleicht. Wenn nicht, dann warte ich noch, Digga. Pam, Junge, da ist er. Oh ja, auch wieder auf. Hä, lul, der Wagen ist hinten tief und vorne hoch wie ein Bus. Was ist denn das? Ja, moin. Achso, ja, ich prüfe das, ne? Wenn du kein Abo da gelassen hast, Digga, ich sehe das. Ich weiß es ganz genau. Ich weiß, du hast das Video gesehen und ich sehe, wer abonniert hat, ja? Also, ich habe ein Auge drauf, Digga. Wenn du nicht dabei bist, Digga, dann gibt's Nackenschelle. Und mal rein luschern hier. Guck mal, die Sitze, ne? Also, M3 GTS, auf jeden Fall richtig nices Fahrzeug, ne? Da kann ich auch jetzt schon mal Spoiler-Alarm. Ich komme da nicht rein, perfekt. Ja, wir dürfen, glaube ich, nur auf dem Fahrrad. Ja, wir dürfen auch hier doch rein, okay. Also, Spoiler-Alarm, ich werde hier, also, das kannst du auch nicht machen, ne? Ich werde hier, guck mal, da, oh, was haben wir für eine Nummer hier? 003. Ich weiß nicht, wie krass der Wagen limitiert ist, aber das ist ein sehr, sehr krasses Fahrzeug, Digga. M3, auch eine coole Ansicht. M3 E92 sowieso der für mich geilste M3 aller Zeiten. Auch wahrscheinlich einer der für mich geilsten BMWs aller Zeiten. Guck mal hier, da hinten auch hier. Nein, ich wollte nicht da einsteigen. Ich wollte mich nur umgucken, sonst nichts. Aber ich darf ja auch irgendwie nicht nach links gucken, ne? Das ist alles hier so zielführend so. Ich habe hier keine freie Persönlichkeit hier oder was. Rückbank ist auf jeden Fall weg. Feuerlöscher ist rein. Ja, auf jeden Fall richtig nice. Ne? Also da kannst du auch einfach die Farbe nicht ändern. Das wollte ich gerade sagen. Also du, Spoiler, ich werde hier auch gar nichts machen, ne? Also ich weiß nicht, vielleicht kann man irgendein paar dezente Optikteile machen. Obwohl das eigentlich auch, das kannst du eigentlich auch nicht bringen, ne? Guck mal hier von hinten. Das ist eigentlich wie ein normaler M3 E92, nur halt eine fette Frittentheke oben drauf. Die ich auch eigentlich. Also ohne finde ich ihn immer noch geiler. Aber es ist geil. Ist eine gute Frittentheke geworden, finde ich. Ist nice. Was mir jetzt nicht gefällt, ist hier die goldenen Bremssättel. Die passen halt irgendwie gar nicht so dazu, ne? Ich hätte die einfach, wenn ich BMW wäre, hätte ich schwarz gemacht oder von mir aus noch blau oder so. Aber hier die coolen, schönen. Wahrscheinlich sehr unbequemen Schalensitze. Obwohl, die sehen eigentlich ziemlich flauschig aus hier in dem Spiel, ne? Ich will mich gar nicht so lange aufhalten, weil ich muss da auch noch in den Livestream wieder rein, weil heute ist nämlich Ubisoft Forward und den werden wir uns live im Stream angucken. Aber den Motor müssen wir uns nochmal reinziehen. Oh, was? Alter, die haben auch die Abdeckung in Orange gemacht. Das wusste ich nicht. Aber kommt ja auch selten vor, dass man sich den Wagen kauft und da mal unter den Motor begucken kann, ne? So cool auch ein 335i ist, bin ich auch mal längere Zeit gefahren. Mega nices Fahrzeug. Der war auch ziemlich krank schnell. Der war nicht Standard, ne? Aber so cool der auch ist, diese Motorhaube. Genau. Diese Motorhaube, die holt so viel Optik raus. Das ist so geil einfach. Das muss da drauf. Wenn der BMW das nicht hat, Digga, dann ist es halt auch einfach nichts für mich. So. Warte mal, hat der ein Carbon-Dach? Ne, das muss ich jetzt nochmal prüfen hier. Ich glaube nämlich, der hat sowas, ja? Ja, hat er. Hat er. War übrigens kein Witz vorhin, ne? Also wirklich. Ich prüfe das, wer abonniert hat und wer nicht, ne? Und dann wird ein ernstes Wort gesprochen. Das ist kein Spaß. Ne? Also, hört sich vielleicht witzig an, aber ich prüfe das wirklich, Digga, und dann gibt's übelste Nackenschelle. So, hier, das finde ich ja auch cool. Man kann den Spoiler wegmachen, aber die Lippe geht leider auch mit weg. Jetzt sieht es halt aus wie ein 335i.
Ja, mit der Auspuff, ne, aber... Naja, sonst kannst du halt auch nichts machen. Ist aber gut. Machen wir mal hier drin kurz den Sound hören. Ne, wir sparen uns dafür draußen. Scheiß drauf. Man könnte das Ding noch aufladen. Ich sag's dir so, wie es ist. Man könnte gerne nochmal ein E92 machen. Auf jeden Fall, ne? Gar keine Frage. Aber ich will den Motor drin lassen. Wir können gucken, was es gibt. Aber es bleibt alles drin. Ja. Üblichen Verdächtigen. Auch keine Aufladung, gar nichts. Wir können hier Slickreifen draufknallen. Eigentlich ist das auch ein geiles A800 Auto, Alter. Ja, vielleicht ein Getriebe rein oder irgendwas. Ne? Dann nur A800, fertig. Was wir natürlich machen, ist hier den Standardmotor nehmen und den Standardmotor noch auftunen. Ne? So, leistungsmäßig haben wir 450 PS. Heutzutage würde man sagen, das ist gar nichts, ne? Weil ja jede pimmelige A-Klasse mittlerweile so viel Power hat. Und sehr wahrscheinlich noch viel schneller ist als der Wagen hier, weil die pimmelige A-Klasse nämlich einen Allradantrieb hat und das Ding schaltet so schnell kannst du nicht gucken. Aber hier steckt halt noch Sound drin und Sound ist für mich immer das Wichtigste, wichtiger als Leistung oder irgendwas, weil wir sind hier immer noch in Deutschland, Digga, und nicht auf dem Mond. Hier darfst du eh nicht machen, was du willst, also kannst du sowieso eigentlich nicht so krass durchbeschleunigen hier. Und ich glaube, dass der hier sogar in der VMAX die A-Klasse eigentlich überholen müsste, ne? Einfach schon wegen dem Hubraum hier, ne? Was hat er denn hier? 4,3 und wir kriegen noch auf 4,5. Sehr gut. So, tak, tak, holen wir nochmal alles raus hier. Ja, wir bleiben anscheinend bei S1. Andererseits die Reifen. Oh, nee, das geht. Das geht gut mit den Reifen. Dann machen wir ein schönes S1-Auto draus. Habe ich auch richtig Bock drauf. Alter, die Farbe, ne? Ihr müsst das mal wirklich angucken. Ihr müsst die Farbe angucken und einfach mal nur angucken. Gedanken ausschalten, einfach mal nur die Farbe angucken. Die fängt irgendwann mit dir an zu reden. Die sagt, Bruder, guck mich an. Ich bin das Schönste, was du jemals gesehen hast. In der Farbenpalette gibt es sonst nichts Geileres. Das ist das beste Orange, was es gibt. Ich weiß auch nicht, es ist auch kein Orange. Es ist ja auch nicht ganz rot. Es ist so ein... Blutorange, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es krank. Und das gefällt mir. Hier ein Rennfahrwerk noch rein, Stabis noch rein. Warum hat der Wagen eigentlich keinen Überrollkäfig? Das wäre doch für ein Serienmoped auch mal geil gewesen, ne? Lul! Der kriegt da... Was? Also es macht natürlich übelst Sinn, aber wir kriegen auch krasse Gurte damit. Und die scheiß Gurte sind auch wirklich an dem angebracht. Und der Sitz... Alter, das ist ja krank. Seht ihr das? Kein Problem, ist so unreichwürdig. Gar keine Frage. Guck mal. Da, wo dein Gemächt hier... Ja, guck mal dahin. Guck mal. Da ändert sich auch nochmal der Sitz. Wie cool ist denn das? Das gab es bisher in keinem Auto. Wir hatten aber auch bisher in keinem Auto Rennschallsitze. Geil. Das muss ich einfach mitnehmen. Obwohl die Farbe von den Gurten jetzt auch wieder nicht passt, ne? Da wünsche ich mir die Midnight-Club-Zeiten so zurück. Weil da könntest du im Innenraum... Also Leute, ich hoffe, ihr kennt das Spiel, Digga, dann brauche ich auch gar nicht viel zu sagen. Wer das Spiel nicht kennt, der ist auch dann... Ja, ist einfach verloren, ne? Ist da also wirklich... Wirst da, also wenn das nicht kennt, Digga, da hast du wirklich dann in deinem Leben auch absolut was verpasst. Midnight-Club. Ja, musst du googeln. Das ist so das Coolste, was man gespielt haben konnte damals. Ja klar, Need for Speed auch, bla bla bla. Aber Midnight Club natürlich, richtig geil. Man kann die Felgen nicht größer machen, finde ich aber auch nicht schlimm. Ich finde auch die Farbe eigentlich ganz cool. Jetzt haben wir die Bremssattelfarbe in Rot, ne? Ich würde ja gerne die Bremssattelfarbe in der Wagenfarbe hinkriegen, aber ich sage euch so, wie es ist, es wird ein Herpes werden, weil das ist so eine krasse Farbe. Ich habe schon mal mehrfach in verschiedenen Spielen versucht, die nachzumachen. Need for Speed Heat, wer sich erinnert, da gab es nur ein E92. Ich habe daraus ein GTS gemacht, ist mir auch gut gelungen. Aber wenn ich es jetzt hier nochmal sehe, die Farbe ist schon nochmal einen Tick anders, glaube ich. Und ich laber und laber, Digga. Ich glaube, wir haben nur noch ein paar Minuten Zeit. Jetzt müssen wir mal ganz schnell machen. So, ich habe übrigens gerade nochmal hier schnell, Nummernschild sowieso, die Bremssattelfarbe so hingekriegt. Also, ich würde sagen, das ist so 99, 98% passt das schon. Ich habe auch keine Scheibentönung drauf gemacht, weil der hat schon eine leichte Scheibentönung und ich finde, das reicht. Ich finde das auch geil, dass man den Käfig ein bisschen sehen kann noch. Guck mal, hier draußen sieht er wieder ein bisschen mehr orange aus, weil es halt sehr hell ist, ne? Irgendwie, der Wagen sieht, ist aber hinten einfach tiefer als vorne, ne? Ist sehr merkwürdig, ey. Sehr merkwürdig. Aber vielleicht man müsste es eigentlich dann in den Einstellungen hinten ein bisschen höher machen, damit das nicht so komisch aussieht. Aber okay, so, bitte geiler Sound jetzt. Jetzt stehe ich hier an einem Wasserfall, ist auch nicht so geil, ne? Nee, komm. Dann gehe ich 3 Meter nach vorne. So.
Wisst ihr, woran mich das erinnert? Zumindest, also im Untertouring geht das noch so. Im, ich sag mal so ab 4.000, 5.000 erinnert mich das voll an so ein... Also wenn du die Augen zumachst, würde ich sagen, Digga, das ist Gran Turismo. Das ist ein V8 in Gran Turismo. Also das Aktuelle, ich rede jetzt nicht von dem Aktuellen, vielleicht ist das da wieder besser, keine Ahnung. Aber früher war es bei Gran Turismo immer so, die V8 haben sich immer alle gleich angehört und alle ziemlich komisch. Sehr merkwürdig irgendwie. Von drin ist das viel besser. Kommt aber. Ja. Mal fahren wir. Junge, der haut. Alter. Der haut den Gang rein, ne? Ja, das ist schon. Ist es nicht schlecht? Also von draußen. Warte mal. Irgendwie Farbe leuchtet, aber absolut aus der Hölle, ne? Ey, wo fahr ich lang? Scheiße. Also ich sag mal, es ist nicht so wie in echt. Sagen wir es einfach so. Von drinnen aber eigentlich ganz cool. Alto! Entspannter Drift mit Semis, mit Slicks, mit richtigen Slicks. Oh ja, okay. Ja. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal, was er kann. So, also egal, ich habe zwar gar keine Zeit, wir haben schon 33, Mist, ey. War gar keine Zeit mehr, aber ich will auf jeden Fall noch mal wissen, wie der jetzt hier auf der Teststrecke so abschneidet. Sound war geil. Alter, Corrado mit dem Spoiler geht auch gar nicht klar, ne? Wer hat das schon wieder gemacht? Also die Bremsen sind, gefallen mir eigentlich ganz gut hier. Oh mein Gott, Digga, da fährt dieser Lamborghini Centenario! Oder wie der da heißt. Bruder. Den muss ich mir auch nochmal holen. Der ist so krank. Geisteskrankes Auto. Ja, Undertaker. Tschüss. So. Falls ihr übrigens irgendwann im Video so ein Hintergrundrauschen gehört habt, dann war wahrscheinlich die Klimaanlage. Läuft zwar gerade nur im Ventilatormodus, aber kann man wahrscheinlich trotzdem gehört haben. Also ich irgendwie mit dem Sound... Bin ich nicht so dabei irgendwie. Die Traktionskontrolle regelt schon krass, ne? Man sieht das schon. Achtet man einfach auf den Tacho, dann, wenn das TCR da blau blinkt, ja, dann haben wir mehr Leistung, als wir auf die Straße klatschen können. Und der macht das irgendwie ziemlich oft. Ich finde es sonst sehr, sehr merkwürdig hier von außen, ne? Aber der fährt, guck mal, wie schön, ne? War ja gut, das ist jetzt ein S1, ein 100 Auto. Aber er fährt schon. Vor allem, wenn man vom, vom Gas geht, so, ne? Habe ich das Gefühl, kriegt er nochmal so einen Lenkschub. Aber wir hatten auch. Wir sind ja auch gerade ohne Traktionskontrolle gefahren, ne? Also mit den Slicks zumindest hier und so, wie wir das jetzt getuned hatten. Fand ich das eigentlich ganz geil gerade. Also jetzt gut, bei der einen Kurve sind wir gedriftet, aber da waren wir auch auf fast 0 km/h runter und sind voll rein, ne? Ist ja klar, dass der Wagen dann wegdriftet. Ich habe jetzt, Alter, weißt du was? Ich habe gar nicht mehr geguckt, wie viel Power das Ding jetzt überhaupt hat, ne? Ich bin so gestresst gerade. Ja, es ist ja einfach keine, irgendwie nicht dazu gekommen, jetzt hier irgendwas hochzuladen. Ihr seht es selber, ne? Hier auf dem Hauptkanal jetzt aktuell gerade sehr wenig Videos leider. Auch wenn ich mir vorgenommen hatte, jeden Tag ein Video zu machen. Ich habe auch eigentlich fast jeden Tag ein Video gemacht. Nur nicht auf dem Kanal. Ja, also wie gesagt, guckt auf dem 2-Kanal mal vorbei. Einfach mal ein Abo droppen. Ein bisschen durchgucken, was so da am Start ist schon.
Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch gerne bei Twitch vorbeischauen natürlich, ne? Weil aus Twitch kommen ja die ganzen Zocker-Highlight-Videos dann da. Wer übrigens Montes Haustour meine Reaction da schon gesehen hat. Ja! Teil 2 und 3 haben wir schon im Twitch-Stream geguckt. Die sind aber noch nicht auf Zocker Highlights hochgeladen. Weil ich will da jetzt auch nicht mehr als ein Video pro Tag hochladen. Wenn ich da anfange, irgendwie 2 Sachen pro Tag hochzuladen, Digga, dann ist das ein bisschen zu viel. Alter, ich komme hier richtig gut durch, ne? Seht ihr das? Ich habe leider keine Zeit von einem anderen S1-Auto mehr im Kopf hier. Leider nicht. Ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß noch gar nicht, was wir zuletzt für ein S1-Auto gefahren sind hier, ne? Kann sein, der Huracan Performante. Kann sein. Bin mir echt unsicher gerade. Aber mal abgesehen davon, dass der Sound hier, ja, ich würde nicht sagen schrecklich ist, aber irgendwie nicht zum Auto passt, finde ich. Das Ding fährt gut. Das fährt gut. Ich komme easy klar hier. Lenkt nice, bremst nice. Aber ich glaube, ohne Traktion zu fahren ist vielleicht besser. Vielleicht auch nicht. Macht Sinn, ne? Aber guck mal hier, der Anker. Guck mal. Guck mal, Alter. Alter, der geht da rum. Ne? Wo sind denn die anderen? Komm da hinten. Ja, V-Max wird jetzt hier nicht so viel gehen. Ich muss so ungefähr bei 360 landen oder so, glaube ich. Aber ja. Ja, du kannst halt auch nicht alles haben, ne? Muss halt irgendwo Abstriche machen. Was ist mit der Cam jetzt hier los? Ach, ich fahre mit der hinteren Cam hier. Ja, ne, klar, das Ding hat einen Spoiler, das ist ein Performance-Auto und kein ich fahre jetzt Highspeed über die Autobahn-Auto. Das ist ganz klar Performance-Rennstreckenwagen. Also klar, da ist die Straße, ne, aber es ist halt eher Rennstrecke als V-Max irgendwas machen, ne. Was mir dabei immer wieder einfällt, ist einfach der Taycan. Elektromoped, der hatte auch S1 100 und mit dem waren wir hier, keine Ahnung, 400 irgendwas, weiß ich auch nicht mehr, ganz krank schnell. Dafür war der aber auch in der Kurve der letzte Rotz, ne? Da bin ich mal auf den X-Peng gespannt. Oh, unter 6 Minuten. Ich bin auf den X-Peng wirklich gespannt, weil man musste den einmal zwangsweise fahren und der hat sich da zumindest ganz gut gefahren. Leute, ich hoffe, ihr habt den Wagen freigeschaltet. Wenn nicht, ihr habt ja, glaube ich, noch 4 Tage Zeit, ne? Also gönnt euch den. Auktionshaus kann man natürlich versuchen, aber spielt doch einfach. Digga, du hast ja eh schon so wenig zu zocken in dem Game. Spielt die Liste. Und wenn ihr bei irgendwas nicht klarkommt oder ihr wollt mal gucken, wie ich das gemacht habe, guckt auf meinem Zweiknall vorbei. So, wir sehen uns. Macht's gut. Haut rein, euer Zocker. Ciao, ciao. Let's go.